Corona hat eins ganz deutlich gezeigt, nämlich Führung stirbt nicht. Und das gilt grundsätzlich und erst recht in der Krise. Und deswegen trägt mein neues Buch auch den Titel Führung stirbt nicht, warum Mut und Entschlossenheit das Überleben von Unternehmen sichern. Ich habe damit natürlich schon vor der Krise angefangen, weil ich draußen in der Praxis eine Sache gesehen habe. Es gibt zwar unendlich viel Führungsliteratur, Führungskräftetrainings, die Leute gehen auf Seminare, buchen Coachings und trotzdem funktioniert es nicht immer so gut. Und die Frage ist, woran liegt das? Meine Überzeugung aus den ganzen Projekten, die ich gemacht habe, ist, Führung ist nicht so sehr eine Frage der Techniken, sondern vielmehr eine Frage der Haltung. Und was macht eigentlich einen starken Anführer aus? Was unterscheidet ihn auch vom Schwachen? Und vor allen Dingen, warum brauchen wir gerade jetzt auch starke Anführer? Darüber spreche ich mit Ihnen auf den Betontagen 2021. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin weiterhin frohes Schaffen und bleiben Sie gesund.